السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الحمد لله. آج ایک لمبے انتظار کے بعد جماعت احمدیہ ناروے کو اپنی اس خوبصورت مسجد کے افتتاح کی توفیق مل رہی ہے. جس طرح الحمدللہ heute werden wir nach einer langen Wartezeit ist die Jamaat Norwegen dazu befähigt worden, diese schöne Moschee zu eröffnen. Wegen einiger Hindernisse dauerte es lange, bis diese Moschee gebaut wurde, und auch aufgrund einiger Hindernisse musste auch die offizielle Eröffnung immer wieder verschoben werden. Aber das ist nur eine Art Dankbarkeit, denn die Moscheen haben mit der Eröffnung keine so innige Verbindung, dass ohne eine Eröffnung die Moschee nicht genutzt werden kann. Also mein Kommen heute hierhin und das Beten der Jumma, des Jumma-Gebetes und diese Khutba hier und heute Abend inshallah die Sitzung mit den Nicht-Ahmadi-Freunden, das ist alles ein Zeichen der Dankbarkeit für die Segnung, die Gott der Jamaat Norwegen gegeben hat.
Und es ist auch Gottes Gebot, dass man seine Huld, seine Wohltaten verkünden sollte, damit Gott aufgrund der Dankbarkeit, die dann in den Herzen entsteht, noch mehr Segnungen einem zuteil werden lässt. Eine Art der Dankbarkeit ist, dass wir diese Moschee bevölkert halten und hier beten. Und eine andere Art der Dankbarkeit ist, die Freunde hierhin einzuladen und mit denen eine Eröffnung zu feiern. Aber die eigentliche, die wichtige Dankbarkeit ist, im eigentlichen Sinne Gott hier anzubeten. Und das ist etwas, was jeder Ahmadi sich immer vor Augen halten sollte. Und dann wird Gott diese Dankbarkeit nicht unbelohnt lassen. Und diese Belohnung ist so groß, dass man in dieser Welt sie gar nicht sich vorstellen kann. In einem Hadith heißt es über jene, die um die Moschee zu bevölkern und ihr gegenüber gerecht zu werden, die Moscheen besuchen. Hazrat Abu Huraira berichtet, dass der heilige Prophet sagte, wer die Moscheen morgens und abends besucht, Gott wird für ihn eine Gott wird sein Gast im Paradies sein. Entschuldigung, Gastgeber in Paradies sein. Für solche Menschen wird also was im Paradies vorbereitet. Und jeden Tag fünfmal geschieht das. Und wenn der Mensch 50, 60 Jahre lang lebt, und manchmal ist das so, dass wenn er so betet, dass Gott ihm auch mehr Zeit gewährt. Wie viel ist das denn insgesamt an Belohnung, die er dann erhalten wird in dieser langen Zeit? Das ist, das übersteigt der Vorstellungskraft eines Menschen. Wenn wir in dieser Welt einen Freund empfangen, dann fangen wir an, sobald wir davon die Nachricht erhalten, dass er uns besuchen kommt, fangen wir an, für ihn Vorbereitungen zu machen. Und je nachdem, welchen Rang er hat und wie sehr wir ihn lieben, dementsprechend werden die Vorbereitungen sein. Aber als Mensch sind unsere Möglichkeiten dennoch begrenzt. Aber beim Gott gibt es weder eine Begrenzung an Mittel, noch gibt es eine Begrenzung seiner Gnade oder seiner Belohnung. Um wie viel mehr sollte denn diese Belohnung für diese Menschen sein? Ich hoffe, dass jeder Ahmadi, der hier wird, mit dieser Vorstellung, mit dieser Absicht versuchen, dieser Moschee gegenüber gerecht zu werden, damit einerseits diese Bemühungen dazu führen, dass die Ahmadis hier Gottes Belohnung erhalten, seine Liebsten werden, und andererseits aber auch gegenüber ihren Mitmenschen
ihrer Verpflichtungen nachkommen. Und damit sie, wo sie einerseits das Paradies erben werden, auch hier in dieser Welt ein Paradies des Friedens schaffen. In den letzten beiden Tagen sind durch Radio, Fernsehen und Zeitungsleute haben Interviews gehabt und sie haben mir verschiedene Fragen gestellt und sie alle waren aber auch daran interessiert, was ist der Grund für diese Moschee, was ist der Zweck, warum wir diese Moschee hier bauen, was möchten sie damit erreichen? Und meine Antwort war immer, dass wir der Umgebung Frieden geben möchten, Liebe geben möchten und dadurch ein Paradies hier auf Erden schaffen möchten, dass wir in unserem eigenen Leben die Einheit Gottes widerspiegeln und alle Menschen zu einer Einheit verhelfen möchten. Also mit dem Bau dieser Moschee muss in der Umgebung, in dieser Stadt, in diesem Land, muss die Liebe hier mehr als bisher verbreitet werden. Und das ist eine Pflicht der Ahmadis hier. Das Kommen der Medien und ihre Interviews und ihre Berichte über diese Moschee und den Bau dieser Moschee. Und dann, wie ich bereits gesagt habe, das sollte uns dazu anregen, noch mehr Dankbarkeit zu zeigen. Gott hat ihre Opfer angenommen und sie so belohnt, dass die Medien diesem Ereignis viel Bedeutung beimessen. Und im Allgemeinen haben sie positiv über die Jamaat und über die Moschee berichtet. Das ist auf der weltlichen Ebene diese Berichte auf der weltlichen Ebene sollen auch die Gläubigen dazu anregen, dass sie dankbar sind. Und wenn man diese Dankbarkeit im gebührenden Maße zeigt, dann führt das dazu, dass der Mensch noch mehr Belohnung von Gott erhält. Also ist das eine Art Kreis, das nicht in seiner Form und Größe stehen bleibt, sondern es vergrößert sich wie mit Wellen. Wenn Sie einen Stein im Teich werfen, dann sehen Sie, dass da Kreise entstehen, die immer größer werden und es kommen noch neuere Kreise immer hinzu. Das ist aber nicht das Ende, sondern wenn das Leben eines Menschen endet, so enden diese Kreise nicht, sondern im nächsten Leben finden sie weitere Vergrößerung und Verbreitung. Also sollte für jene, die diese Moschee bevölkert halten werden, für die ist diese Moschee mit vielen Gnaden gekommen. Und jede Moschee, die wir bauen, sollte dazu führen, dass unendlich viele, unermesslich viele Gnaden und Segnungen Gottes mit dieser Moschee kommen. Nun, diese Segnungen und diese Gnaden Gottes zu sammeln, ist die Aufgabe der hier Wohnenden. Je mehr sie davon sammeln werden, desto mehr werden sie davon profitieren, sowohl in dieser Welt als auch in der nächsten Welt.
Im Heiligen Koran heißt es in dem Ayat, das ich eingangs rezitiert habe, und die Übersetzung davon lautet wie folgt: Die Moscheen Gottes befolgen nur jene, die an Gott glauben und an den jüngsten Tag und das Gebet verrichten und Zakat zahlen. Und sie haben keine Angst vor irgendjemandem außer Allah. Und diese sind es, die unter den Gläubigen gezählt werden. Hier ist an erster Stelle, an vorderster Stelle der Glaube an Gott genannt worden. Es reicht nicht zu sagen, wir glauben an Gott, mit dem Mund zu sagen, sondern Gott hat im Heiligen Koran einige Kennzeichen der Gläubigen genannt. Und nur ein Muslim zu sein, heißt noch lange nicht, dass man ein Gläubiger ist. Sobald man nicht gläubige Taten vollbringt. Es gab Beduinen, die zu dem Heiligen Propheten kamen und sagten, wir haben geglaubt. Und Gott sagte zu dem Heiligen Propheten, sage ihnen, sie sollen nicht sagen, wir haben geglaubt, sondern sie sollen sagen, wir haben Islam angenommen. Wir sind gehorsam geworden. Und das Kennzeichen des Glaubens ist, dass man mit reinem Herzen, mit vollem Herzen Gott und dem Gesandten gegenüber gehorsam ist. Viele Leute sagen in der heutigen Welt, dass wir nicht Muslime sind, obwohl wir jene sind, die Gott und seinem Gesandten gehorcht haben und demgemäß auch den Imam der Zeit akzeptiert haben. Und diese Gehorsamkeit ist es, die uns zu den Gläubigen macht. Die anderen Muslime können uns nicht Muslime nennen, solange sie wollen, aber aufgrund dieser Gehorsamkeit gegenüber Gott und seines Gesandten, sind wir die Gläubigen. Heute werden Ahmadis zur Zielscheibe der Verfolgung und dennoch wenden sie sich von ihrem Glauben nicht ab. Sind wir dann die Gläubigen oder die anderen? Wir sagen niemandem, dass er nicht Muslim ist, aber wir sagen auf jeden Fall, dass der Heilige Koran nur jenen Gläubige genannt hat, die gehorsam sind und in ihrem Glauben zunehmen und jeder Tag in ihrem Leben dazu führt, dass sie im Glauben sich verbessern. Solange wir darin uns verbessern, sich darum bemühen, solange wir gute Taten vollbringen, solange wir uns darum bemühen, im Wege Allahs voranzuschreiten, solange werden wir zu den Gläubigen gezählt werden und wir brauchen dafür keine Fatwas irgendeines Maulvi oder Muftis oder irgendeines Landes. Noch brauchen wir ein Zertifikat von irgendjemandem. Das haben wir nicht nötig. Und das Entscheidende ist, inwieweit wir uns darum bemühen, gemäß den Anweisungen Gottes zu handeln. Hazrat Masih Maud Islam hat gesagt, dass ein wahrer Muslim das Entscheidende für einen wahren Muslim ist nicht die ein, zwei oder drei Taten, die er vollbringt, sondern das Entscheidende ist, dass er alle Anweisungen Gottes befolgt. Wir sollten also nicht darüber froh sein, dass wir den Imam der Zeit und den verheißenen Messias akzeptiert haben. Das ist ohne Zweifel ein Schritt mehr als die anderen Muslime in der Gehorsamkeit Gottes und seines Gesandten. Aber
Das Leben ist ein anderer Name für den kontinuierlichen, ständigen Fortschritt und Bemühung, Gott gegenüber gehorsam zu sein, in Glauben zuzunehmen, in Anbetung Gottes zuzunehmen. Gott hat viele andere Eigenschaften der Gläubigen genannt, davon möchte ich einige Ihnen vorlegen. Gott sagt, dass eines der größten Eigenschaften der Gläubigen ist, dass sie am meisten Gott lieben. Ashhadu an la ilaha illallah. Das ist etwas, das auch ein Mensch, der mit Religion nichts zu tun hat, auch er kann verstehen, dass wenn man etwas sehr liebt, dass man für ihn alles zu tun bereit ist. Wenn ein Muslim von sich behauptet, dass er an Gott glaubt, so muss seine Liebe zu Gott größer sein als alle anderen Sachen, die er liebt. Dann ist alles weltliche, alle weltliche Vergnügen, alles weltliche Vermögen, die Nachkommen, Ehe, Partner und so weiter, ist alles vom geringeren Rang als die Liebe zu Gott. Und so soll es sein. Und wenn diese Liebe zu Gott vorhanden ist, dann ist das Gebet eines solchen Menschen rein. Und dann wird er auch seinen Gebeten besondere Aufmerksamkeit schenken. Und wenn er dem Gebet diese Aufmerksamkeit schenkt, so wird inshallah auch ihre Moschee und Zentren und die in Zukunft zu bauenden Moscheen werden immer befolgt sein. Wenn unserem Herzen die Liebe zu Gott vorhanden ist, dann werden auch unsere Nachkommen davon beeinflusst werden. Es gibt viele Leute, die für Dua für ihre Kinder schreiben. Für diese sollen wir unser eigenes Beispiel vorlegen. Wenn diese Liebe vorhanden ist, dann wird diese Liebe sich in den Nachkommen Generation nach Generation sich fortsetzen und die Moscheen werden auch dann bevölkert bleiben. Diese Liebe zu Gott sollten wir in uns entwickeln, darum uns bemühen, und wir sollten auch versuchen, unsere Nachkommen, unsere Kinder und die nachfolgenden Generationen auf den Geschmack zu bringen. Und wenn dies passiert, dann werden die Bemühungen unserer Gegner von selbst wirkungslos bleiben. Denn wenn ein Mensch Gott liebt, dann liebt Gott ihn noch mehr, als er Gott liebt. Und er wird zum Freund eines solchen Menschen. Und wenn Gott Freund eines Menschen wird, dann kann ihm niemand etwas anhaben. Einige wenige Leute oder Kinder, die kommen und die Fenster der Moschee einschlagen, Steine werfen oder sonst etwas an Dreck hier reinwerfen. Wenn sie ihr Beispiel und ihre Standhaftigkeit betrachten, dann werden sie entweder müde werden und aufgeben oder sogar von ihnen beeindruckt werden. Wie ich gesagt habe, das Bauen dieses Moschee ist nicht das Ende, sondern sich selbst zu prüfen ist notwendig. Es ist notwendig, dass man sieht, welches Niveau an Liebe zu Gott man erreicht hat. Und es ist notwendig, auch
der Welt zu zeigen, damit die Welt sieht, dass jene, die um Gottes Willen Gott lieben, dass sie Segnungen von Gott erhalten. Und diese kleinen Zwischenfälle mit Einschlagen von Fenstern oder Reinwerfen vom Dreck oder sonstige Slogans, die ausgerufen werden, das hat alles überhaupt keine Bedeutung. Sie sollen sich darum bemühen, in ihrem Glauben zuzunehmen. Dann hat Gott eine zweite Eigenschaft erwähnt, nämlich, dass wann auch immer sie zu Gott und seines Gesandten gerufen werden, ist ihre Antwort Samena Vatana. Wir haben gehört und wir haben akzeptiert. Oder wir gehorchen. Und jene, die Samina wa Atana sagen, über die sagt Gott, Uwa Ulaika Humul Muflihun. Das sind jene, die Erfolg haben werden. Also ist der Erfolg ein Ergebnis des sofortigen Gehorsams, wenn man etwas hört. Und dieses Hören und Gehorsam sein ist oder erstreckt sich über alle Sachen, die im Koran genannt sind. Es heißt zum Beispiel im Heiligen Koran, man sollte treu sein und Treufand ist das, was ihnen an Verantwortung gegeben worden ist. Nämlich jene Aufgaben, die ihnen gegeben wurden, womit sie beauftragt wurden. Das, was zu machen, sie die Anweisungen erhalten haben. Diejenigen, die Amtsinhaber sind, dass sie der Jamaat Zeit geben, dass sie gerecht handeln, dass sie versuchen, gegenüber den Mitgliedern der Jamaat ihrer Verantwortung gerecht zu werden, ihren Pflichten nachzukommen. Ein Amtsinhaber ist nicht ein weltlicher Amtsinhaber in der Jamaat. Er soll nicht mit Macht und mit Strenge sich durchsetzen, sondern, und das heißt auch so im Hadith, er ist ein Diener des Volkes. Und nur dann können sie ihren Aufgaben, ihrer Verantwortung gerecht werden. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, ich habe diese oder jenes Amt inne. Und ich sage ihnen immer, sie sollen sagen, ich habe dieses oder jenes an Dienst zu leisten. Und es ist Gottes Gnade, dass er einem dazu befähigt hat, Dienst zu leisten. Denn wenn man das als Amt betrachtet, so endet dies die Vorstellung und man fängt an, von sich selbst an etwas Höheres zu denken und eine Art von Offiziertum fängt an, in seinem Kopf Platz zu nehmen. Nur wenn die Amtsinhaber sich als Diener des Volkes betrachten, nur dann sind sie Helfer des Kalifen der Zeit. Die Mitglieder der Jamaat gehorchen den Amtsinhabern, weil sie sich mit Khilafat verbunden fühlen. Und sie möchten nicht aufgrund ihres Ungehorsams gegenüber eines Amtsinhabers den Khalifa der Zeit nicht entzürnen.
Das Gleiche gilt auch für Frauen. Ich erhalte ab und zu Berichte über Partnersituation der Frauen in Norwegen und auch Hazrat Khalifatul Masih Salis Ramallah hat einmal hier sehr große Warnung gegeben. Auch Hazrat Khalifatul Masih hat darauf aufmerksam gemacht. Aber wenn selbst unter ihren Amtsinhabern sowas vorkommt, dass sie nicht darauf achten und dass sie, selbst wenn sie nicht miteinander verwandt sind, sagen und zu den Häusern von anderen Freunden gehen und sagen, ist mein Bruder und wir brauchen uns jetzt kein Pardah zu machen. Das ist nicht richtig. Der Heilige Koran hat dies klar angewiesen. Wenn in der Lajna auf jeder Ebene die Amtsinhaberinnen auf der lokalen, auf der regionalen, auf der nationalen Ebene sich dementsprechend verhalten werden und ihre Parda eine richtige Parda ist, dann ist das ein großes Beispiel für die anderen, sowohl für ihre eigenen Kinder als auch für ihre Umgebung. Und eine Frau als Amtsinhaberin wird ihrer Verpflichtungen nur dann gerecht, wenn sie auch die Parda-Anweisungen beachtet. Und manchmal in Mulakats sehe ich sofort, was die Parda-Situation einer Frau ist. Denn aufgrund des Zustandes ihres Niqabs kann ich leicht sehen, dass sie nach langer Zeit heute wieder Niqab zum Beispiel genommen hat. Manchmal glauben Leute, dass diese Parda-Anweisung eine veraltete Anweisung ist und heutzutage braucht man das nicht. Aber ich möchte klarstellen, dass die Anweisungen des Heiligen Korans nicht für eine Zeit begrenzt sind und nicht für ein bestimmtes Volk sind. Es gibt Leute, die immer ihre Beziehung zu Khilafat betonen und besonders hervorheben. Im Heiligen Koran ist gesagt worden, dass Khilafat oder die Huld unter die Segnung von Khilafat ist mit Gehorsamkeit und mit guten Taten verbunden worden. Und in den Ayats, in dem Kontext, heißt es, ihr sollt nicht mit dem Mund viel sagen, wir werden dieses machen oder jenes machen, sondern ihr sollt sagen, wir werden Tat und Marufa machen. Das heißt also im Allgemeinen das, was Gott und sein Gesandter uns befohlen hat, angewiesen hat, demgegenüber werden wir gehorsam sein. Ich habe sehr klar in diesem Zusammenhang oft alles dargestellt. Die Frauen sollten, wo sie ihren anderen Verpflichtungen nachkommen sollen, auch dieser besonderen Anweisung Folge leisten. Und ich möchte auch hiermit klarstellen, dass, obwohl diese Anweisung von Parda für die Frauen ist, aber die Anweisung, dass man seine Blicke nach unten schlägt und nicht
unbegrenzt oder ohne zu achten umhersieht, dass er das vermeiden soll. Diese Anweisung ist zuerst den Männern gegeben worden, dann den Frauen. Obwohl den beiden, aber zuerst den Männern. Der Verheißene Messias hat gesagt, dass der Mensch für alles zu Rechenschaft gezogen wird, was ihm an Pflichten aufgetragen worden ist. Eine weitere Anweisung der Gläubigen betrifft die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und viele Streitigkeiten fangen damit an, dass man sich über andere erheben möchte und sich zur Schau stellen möchte. Und dieser Arroganz und Stolz führt zu Streitigkeiten. Demut zu zeigen ist auch eine Anweisung des Heiligen Korans. Wenn man gottesfürchtig ist, und sicherlich ist in jedem Ahmadi die Furcht Gottes vorhanden, nur muss sein Gewissen aufgerüttelt werden. Man sollte, wenn man den Heiligen Koran rezitiert, es zur Gewohnheit machen, dass man auf diese Anweisungen achtet und versucht, demgemäß sich zu verbessern und zu überprüfen. Ich kann nicht alle diese Anweisungen heute Ihnen vorlegen. Jeder einzelne von Ihnen muss sich selbst überprüfen, und das wird nur dann passieren können, wenn in jedem Haushalt der Heilige Koran regelmäßig rezitiert wird und versucht wird, es zu verstehen, und dass die Kinder, und dass darauf geachtet wird, dass die Kinder beten. Jeder Ahmadi, der von sich behauptet, dass er geglaubt hat, er muss wissen, dass dieser Anspruch nur dann vollständig ist, wenn man auch an den jüngsten Tag glaubt. Und es soll klar bleiben, dass nach dem Tod auch ein Leben vorhanden ist, in dem man für die Taten in dieser Welt zur Rechenschaft gezogen wird, wo die letztendliche Entscheidung getroffen wird, wo Belohnung und Bestrafung folgen werden. Und das ist eines der Kennzeichen derjenigen, gemäß dem Heiligen Koran, die Moscheen bevölkern. Dass sie nicht nur an Gott glauben, sondern auch an den jüngsten Tag und an die Rechenschaft. Und dann glauben sie nicht nur an Gott und beten ihn an, sondern sie versuchen, auch alle anderen Anweisungen Gottes zu befolgen, damit sie die Belohnung dafür erhalten und der Bestrafung fernbleiben. Wenn man an den jüngsten Tagen und im nächsten Leben glaubt, dann wird man Gott auch im eigentlichen, wahren Sinne verrichten können, beten können. Und im Gebet wird nicht nur dann eine Einheit gezeigt, sondern auch es wird auch versucht, den Verpflichtungen gegenüber den Mitmenschen und gegenüber den Glaubensbrüdern nachzukommen und die Einheit in der Jamaat zu stärken. Dann, um der Pflicht gegenüber den Mitmenschen nachzukommen, um die Botschaft Gottes zu verbreiten, um ihrer Verpflichtungen auch in dieser Hinsicht nachzukommen, braucht man Mittel. Und deshalb hat Gott auch erwähnt, dass diese Leute
auch Zakat geben, dass sie ihr Vermögen nur, nicht nur für sich behalten, sondern dass sie aus ihrem Vermögen für die Religion und für die Mitmenschen etwas geben. Mit dem Verrichten des Gebetes ist im Allgemeinen im Heiligen Koran auch finanzielle Opfer genannt worden, damit man den Verpflichtungen gegenüber sowohl Gott als auch den Mitmenschen nachkommt. Jene, also die die Moscheen bevölkern, sind jene, deren ganzes Leben, deren Schlafen, deren Aufstehen, deren Sitzen, deren Aufrechtsein, Bleiben, alles für Gott ist. Und ihre Furcht gegenüber Gott ist in ihrer Liebe zu Gott begründet. Und diese Furcht führt dazu, dass sie auch in ihrem Verhalten gegenüber ihren Mitmenschen gut sind. Und das sind jene, die von Gott zu den Rechtgeleiteten gezählt werden. Mit Gottes Gnade hat die Jamaat Norwegen gute Opfer geleistet und für diese Moschee Nasser haben sie etwa 104 Millionen Kronen geopfert. Ein Teil wurde von der Zentrale getragen, aber der Rest ist von Jamaat Norwegen. Obwohl es sehr lange dauerte, wie ich eingangs erwähnt habe, aber als ich die Jamaat in 2005 darauf aufmerksam gemacht habe, hat die Jamaat darauf sofort reagiert. Manche haben ihre Häuser verkauft, manche haben ihre Autos verkauft, manche haben zusätzlich gearbeitet, damit dieses Haus Gottes gebaut werden kann. Und ich mehr und mehr dafür einzahlen kann. Manche Frauen haben große Opfer geleistet. Manche sind auch hier vorhanden, deren Geschäfte geschlossen wurden. Aber dennoch haben sie große Opfer geleistet. Möge Allah sie alle belohnen und segnen und ihre Geschäfte, auch wenn sie infolge der heutigen Finanzlage nie so gut laufen, möge Gott sie segnen. Aber wir müssen auch diese Moscheen bevölkern, und zwar auf eine Art und Weise, wie Gott sie uns vorgelegt hat, indem wir im Glauben zunehmen, dass wir in uns Gottesfurcht und Gottes Liebe entwickeln, dass wir mit dem Gedanken vorgehen, dass wir unseren Verpflichtungen gegenüber den Mitmenschen nachkommen sollen, dass wir auch in unseren Nachkommen und folgenden Generationen dieses Bewusstsein entwickeln. Dann, dass auch dafür wir uns darum bemühen, die Aufgabe des wahrhaftigen Liebhabers des Heiligen Propheten in dieser Zeit, dass wir in seinen Aufgaben ihn unterstützen und die seine Botschaft verbreiten. Also, wie ich bereits gesagt habe, diese Moschee hat unsere Verantwortung vergrößert. Unsere Verantwortung ist viel größer geworden als vorher. Und wenn wir dieser Verantwortung nicht gerecht werden, so kann es passieren, dass wir die Liebe Gottes verlieren. Möge Allah es so machen, dass dies nicht der Fall ist. Es ist also einerseits für uns ein großer Tag der Freude, dass hier die erste Moschee gebaut worden ist. Andererseits ist es auch ein Anlass zum Denken, Nachdenken. Möge Gott es so möge Gott uns dazu befähigen, dass wir dies beachten.
Und da wir viel geopfert haben, manche haben hier Möbel gespendet, manche haben Tausende von Kronen gespendet für die Teppiche und so weiter, dass all diese große Opfer nicht ein einmaliges Opfer bleibt. Und diese Leute sollen nicht darüber sich sehr freuen und damit begnügen, dass sie große Opfer einmal geleistet haben. Sie sollen nicht denken, dass das reicht, sondern dass die innere, die wirkliche Schönheit dieser Moschee muss aufrecht erhalten werden, nämlich durch die fünfmalige Gebete. Einmal wurde von dem Verheißenen Messias über Bau von Moscheen geredet. Und Messias sagte, die Schönheit einer Moschee hängt nicht mit ihrem Gebäude zusammen, sondern mit denjenigen, die darin beten. Und die Moschee des Heiligen Propheten war eine kleine, einfache Moschee. Ihr Dach war aus Palmenzweigen und wenn es regnete, dann tropfte Wasser dadurch. Und zur Zeit des Heiligen Propheten haben auch die weltgewandten Leute eine Moschee gebaut und diese Moschee wurde auf Befehl Gottes niedergerissen. Diese hieß Masjid Zirar. Für die Moscheen ist es notwendig, dass sie für Taqwa gebaut werden. Also sagt, und diese Taqwa ist es, die wir in uns haben sollen. Und das ist, was Hazrat Masih Islam immer wieder betont hat. Hazrat Masih Islam hat an einer Stelle gesagt, der Heilige Koran betont Taqwa. Und das ist der Zweck und Ziel des Heiligen Korans. Wenn der Mensch nicht Taqwa hat, so sind auch seine Gebete wirkungslos und ein sogar Schlüssel zur Hölle. Also hat und an einer anderen Stelle hat er gesagt, die Wurzel ist Taqwa und Reinheit. Damit fängt der Glaube an und dadurch erhält er seine Nahrung. Also der Glaube fängt mit Taqwa an und mit Taqwa nimmt Taqwa auch zu. Das ist seine Nahrung. Dann sagt Hazrat Muslim weiter, diese Gemeinde hat Gott deshalb geschaffen, damit Taqwa Verbreitung findet. Wer Taqwa annimmt, gottesfürchtig ist, der ist mit uns. Also sagt, das sollten wir immer beachten, dass wir unser Bet-Eid erfüllend so beten sollen, dass wir gottesfürchtig sind. Heute sind es nur Ahmadis, die mit Hazrat Masih Islam verbunden diese Erkenntnis gewonnen haben. Wenn wir also beanspruchen, dass wir Bayt gemacht haben und wenn wir dann nicht versuchen, Taqwa in uns zu haben, dann können wir den Zweck der Gemeinde von Hazrat Masih Islam nicht erfüllen, so wie Hazrat Masih Islam gesagt hat, dass Gott diese Gemeinde geschaffen hat, um Taqwa zu verbreiten. Möge Gott allen diesen befähigen, dies zu verstehen. In diesen Ländern, wo viel Schirk ist, wenn wir mit Taqwa handelnd unseren Pflichten nicht nachkommen und den Zweck unseres Bets nicht erkennen, dann werden wir dafür reif sein, zur Rechenschaft gezogen zu werden. Möge Allah uns dazu zu jenen zählen, die er liebt. Ich möchte auch einige Daten zu der Moschee erwähnen. Dieses Grundstück ist 9563 Quadratmeter.
7.750 Quadratmeter ist Moschee. In dem Männerteil ist 850 Quadratmeter der Männerteil der Moschee. Und darin können 1400 insgesamt Leute beten in der Moschee. Nur in der Männermoschee. In der Frauenmoschee können 850 Frauen beten. Dahinter gibt es noch eine Halle, wo 850 weitere Leute beten können. Dann gibt es auch noch eine Wohnung für einen Murabi. Das ist eine vollständige Wohnung mit drei Schlafzimmern. Dann gibt es folgende Daten. Dass insgesamt 2200 Leute können in der Moschee beten. In der Halle unten können zusätzlich etwa 800 bis 1000 Leute beten. Das Minaret ist 21 Meter hoch. Die Kuppel ist 8 Meter hoch. Es ist eine Bücherei vorhanden. Auch in der Frauenmoschee gibt es eine eigene Bibliothek, Bücherei. Dann gibt es auch eine große Küche. Lange Zeit hatten wir keine Genehmigung, die Moschee zu bauen. Und die Straße an der einen Seite, da gab es auch Hindernisse, Probleme. Dann hat die Jamaat für die Leute in der Umgebung diese Straße gebaut. Und wie gesagt, die Jamaat hat hierfür gespendet. Diese Moschee ist auf der Hauptstraße zu Oslo Flughafen und wenn man vom Flughafen zur Stadt fährt, dann sieht man diese Moschee auf der Autobahn E6. Etwa 80.000 Autos fahren täglich an der Moschee vorbei. Auch Bus und Untergrundbahn sind auch hier in der Nähe vorhanden. Möge Gott den Ahmadi dazu befähigen, diese Moschee so bevölkert auch zu halten, wie sie die gebaut haben. Möge diese Moschee dazu führen, dass die Herzen der Moscheen, der Leute in der Umgebung sich öffnen. Wie ich bereits erwähnt habe, die Muslime in dieser Umgebung sind unter dem Einfluss der Mullahs und sie nehmen in ihrer Gegnerschaft aufgrund der Aussagen der Mullahs zu. Und deshalb hat man auch versucht, während des Baus der Moschee hier immer wieder Schäden zu verursachen. Aber wir werden inshallah immer Standhaftigkeit und Geduld zeigen und wir werden für diejenigen, die beanspruchen, den Heiligen Propheten zu befolgen, dass wir für sie und ihre Rechtleitung beten werden. Was die Nichtmuslime betrifft, sie sind froh über diese Moschee, aber wir werden dann froh sein, wenn ihre Herzen sich öffnen, um die Lehren des Islams zu akzeptieren. Aber dafür müssen wir uns äußerst bemühen und wir müssen es der Welt zeigen
Und Hazrat Masih Maslam hat erwähnt, wenn in einer Gegend niemand den Islam kennt, so soll man eine Moschee dort bauen. Und das beweist auch diese Moschee, dass durch den Bau dieser Moschee die Jamaat hier bekannt wird. Wir müssen den Leuten klarstellen, dass Moscheen Orte sind, wo Gott allein angebeten wird. Und diejenigen, die wirklich Gott anbeten, niemals gegenüber seiner Schöpfung Unfrieden stiften können. Und diese Moscheen, alle unsere Moscheen werden immer für Frieden und für Liebe stehen. Möge Gott uns dazu befähigen, dass wir den Zweck des Baus dieser Moschee erfüllen, dass jeder Einzelne von uns ein Beispiel für die Liebe und Brüderlichkeit wird. Hazrat Masih Maslam sagt an einer Stelle, je mehr ihr unter euch liebt, desto mehr wird Gott euch lieben. Möge Gott uns dazu befähigen, dass wir in unserer gegenseitigen Liebe zunehmen. Denn solange wir in der Liebe zueinander nicht zunehmen, so lange können wir auch den anderen, den Fremden nicht die Botschaft der Liebe verbreiten. Es gibt auch eine traurige Nachricht. Ich werde ein Janaza-Gebet leiten. Safir Ahmed Sahib, Sohn von Adan Bhatt Sahib, ist 72 geboren worden in Sindh. Dort hat er seine Jugend verbracht. Sein Vater war unter den Sicherheitsleuten von Hazrat Khalifa Masih Sani Razi Allahu Anhu und war ein Waqf-e Zindagi, also hatte sein Leben der Gemeinde gewidmet. Hafiz Abdul Wahid Sahib war sein Großvater und der Vater war ein Lehrer. Am 25. September haben Unbekannte den Safir Ahmed Sahib erschossen. Er war in der Polizei tätig. Und er zählte zu den mutigen Polizisten. Er erhielt einen Anruf. Und er ging zu dem Ort, wohin er gerufen wurde, und unterwegs wurde er erschossen. Die Polizei hat ihm die Aufgabe gegeben, dass er gegen die Drogenmafia arbeiten sollte, und er hat in dieser Aufgabe hat er gute Fortschritte erzielt, und es scheint so, dass deswegen er auch ermordet worden ist. Es gibt Ahmadis, die aufgrund des Ahmadiyats getötet werden, und es gibt auch im allgemeinen Unfrieden in Pakistan, weswegen auch Ahmadis ermordet werden, und dann jene Ahmadis, die in verschiedenen Ämtern Aufgaben haben, sie werden auch deshalb getötet, weil sie ihren Pflichten nachkommen. Und deshalb ist das auch so, dass dort, wo schwierige Situationen herrschen, wo man Opfer braucht, dass man die Ahmadis dazu dann bestimmt oder bittet. Die Ulama und die Mullah sagen immer wieder, Ahmadis sind dem Land nicht treu. Obwohl heute
nur die Ahmadi sind es, die dem Land treu sind und loyal sind. Möge Allah den Getöteten große Ränge gewähren und seinen Nachkommen und seiner Frau Geduld und Standhaftigkeit verleihen. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.